So, ich packe aus. Das hier. Camp Park T45. Das ist mal ein bisschen näher hier. Wie gesagt, es ist alles seitenverkehrt, was ich hier sehe. Deshalb seht mir das nach. So. Wir haben kurz nach 19 Uhr, gerade eben kam das Paket. Also um 7 rum. Und ja, also das ist doch, ja, was die Leute leisten, die das da, diesen ganzen China-Kram ausliefern, das ist schon bewundernswert, muss man sagen. Gucken wir mal, was drin ist. Ist noch nicht aufgemacht, also jungfräulich. Eine Karte mit irgendwelchen Infos, weiß ich nicht, muss ich noch gucken. Aufkleber für was auch immer. Eine Kamera sehe ich da. Ja. In was weiß ich, Wüstentarn oder was? Sieht so aus. Da. Wo sieht sie aus? Mit Weitwinkel. Wir gucken eben rein. Das ist auch so eine. Ach nein, das ist eine von hinten. Ist gut. Da ist noch ein Schild drin, was man wie einlegen soll. Man muss bei diesen Kameras immer die Kamera ausschalten, wenn man die Speicherkarte einlegt. Das muss man bedenken, warum auch immer, weiß ich nicht. Okay. Da ist der Monitor. Tasten für die Bedienung. Jo, so wie gewohnt. Wie gesagt, die sind ziemlich ähnlich alle in der Bedienung. So, jetzt gucken wir, was hier noch ist. Ah, da ist auch so ein Teil zum Anschrauben an die Wand. Ein USB-Kabel und ein Gurt, um das Ding am Baum festzumachen. Also alles easy, so wie sonst auch. Mehr ist es nicht. Ich glaube, die werde ich aber erst morgen aufstellen. Ja. Sieht ganz gut aus. Ich mag diesen Tarn. Dieses, ne, ist Woodland, ne? Oder wie heißt das? Woodland Tarn. Da sind überall noch Aufkleber drauf, die muss ich noch abziehen. Da und da. Da auch. Überall. Alles gut. Stativgewinde haben wir auch. Prima. Jo, hier unten kann man mit dem Dauerstrom rangehen, also mit dem Netzteil. Wunderbar. Kommt aus China natürlich, klar. Okay. So, das soll es auf die Kürze auch schon gewesen sein. Kurz und knapp. Ich kann auch kurz. Bis Danny.